Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Eine der ersten Apps, die ihr installiert auf eurem Motorola Moto G200 5G, ist wahrscheinlich WhatsApp. Wie ihr WhatsApp installieren könnt, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns mal gemeinsam an, wie wir WhatsApp installieren können auf dem Motorola Moto G200 5G. Die zentrale Anlaufstelle hierfür ist natürlich wie immer der Play Store. Den habe ich jetzt hier. Ich gehe jetzt einmal auf den Play Store und suche mir hier oben einfach mal WhatsApp. Also gehe jetzt einfach hin, sage WhatsApp und dann sehe ich hier auch schon WhatsApp. Wird mir dann auch schon direkt angezeigt. Ich kann jetzt hier einmal draufdrücken und kann jetzt hier einmal direkt auf Installieren klicken. So, dann wird die App WhatsApp Messenger einmal installiert und ich kann sie jetzt entweder einmal hier öffnen oder aber sie wurde mir hier schon oben einmal hingelegt. Die kann ich mir jetzt einmal hier runterziehen oder ich schiebe sie mal hier einmal nach links, vielleicht weil ich es hier schöner finde und ich möchte vielleicht einen direkteren Zugriff. Dann gehe ich jetzt hier einmal auf WhatsApp. Wenn ihr das jetzt hier nicht haben wollt, könnt ihr natürlich das Ganze auch hier über WhatsApp aufrufen. Es ist vollkommen egal. So, ich starte jetzt einmal WhatsApp. Willkommen bei WhatsApp. Ich muss jetzt erstmal die Datenschutzrichtlinie, Nutzungsbedingungen muss ich einmal zustimmen und fortfahren. Wenn ich das nicht mache, funktioniert das Ganze nicht. Nun kann ich einmal meine Telefonnummer eingeben. Bei WhatsApp erfolgt ja die Identifizierung über die Telefonnummer. Und dann tragt ihr jetzt einfach eure Nummer ein. Das mache ich jetzt einmal. So, nachdem ich meine Nummer eingetragen habe, gehe ich auf Weiter. Du hast diese Telefonnummer eingegeben. Ist das okay oder möchtest du die Nummer bearbeiten? Ich sage, das ist in Ordnung. Und jetzt warte auf einen 6-stelligen Code und wenn die SMS eingeht, dann verifiziert er automatisch. Also man sieht hier schon, da kam was, er hat es automatisch erkannt. Ich kann es jetzt weggehen und dann bin ich auch schon drin. Jetzt sagt er hier Kontakt und Medien, um ganz einfach Nachrichten und Fotos an Freunde und Familie zu senden. Erlaube WhatsApp den Zugriff auf deine Kontakte, Fotos und sonstigen Medien. Klar, ja, wir sagen einmal zulassen, zulassen. Und super. Wenn du in der Vergangenheit ein Backup auf Google Drive erstellt hast und es wiederherstellen möchtest, gewähre WhatsApp die Berechtigung, auf deinem Google-Konto nach Backups zu suchen. Habt ihr also noch ein Backup irgendwo mal erstellt mit euren ganzen Chatverläufen und so weiter und es auf Google Drive gesichert, dann sagt ihr hier Berechtigung gewähren. Ich habe das jetzt nicht, ich sage das jetzt ganz frisch und deswegen sage ich jetzt einfach mal überspringen. Ich kann jetzt hier einmal meinen Namen eingeben, ich sage jetzt hier einfach mal Test. Ich könnte jetzt hier ein neues Bild eingeben über meine Galerie oder über die Kamera und kann mir dann selber ein neues Bild vergeben. Machen wir das einmal. Ich sage jetzt einmal Kamera. WhatsApp erlauben, Bilder und Videos aufzunehmen. Ich sage bei Nutzung der App. So, und jetzt habe ich hier quasi meine Kamera und ich werde jetzt einfach mal, was weiß ich, das jetzt einfach mal fotografieren. So, und jetzt habe ich das einmal fotografiert und kann jetzt das einfach mal so verwenden. So, und damit es etwas schöner aussieht, mache ich mal hier das einmal so. Und jetzt habe ich zum Beispiel das Motorola-Logo, ne, bei mir drauf, mein Profil, also relativ einfach. Und dann gehe ich einmal auf Weiter. Dann initialisiert er sich und schaut dann letztendlich nach, was für Kontakte ich habe, ob es denn da irgendwelche Verknüpfungen gibt und so weiter und so fort. Und jetzt sehen wir hier Alpa und ein weiterer Kontakt von dir benutzen WhatsApp. Jetzt könnte ich hier einfach einen Chat beginnen und könnte jetzt hier zum Beispiel mit mir selber chatten oder mit anderen Leuten. Alle Personen aus meinem Adressbuch würden hier faktisch auftauchen. WhatsApp kennt ihr ja, ich kann meinen Status einstellen, ich kann Anrufe einstellen und so weiter und so fort. Und ich habe bei WhatsApp natürlich jede Menge Einstellungen, die ich so vornehmen kann. WhatsApp funktioniert jetzt 100%ig, ich kann jetzt also direkt los legen oder wenn ich das Backup eben schon eingespielt hatte, dann habe ich hier meine ganzen Chats und kann ganz normal weiter mit den Leuten chatten. Also total einfach und cool. WhatsApp installieren auf dem Motorola Moto G205G. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.